Themenwechsel. Während die Volkskirchen um ihre Mitglieder ringen, erleben die Freikirchen in Österreich einen starken Zulauf. In Oberösterreich gibt es 45 von ihnen. Aber wer oder was sind die Freikirchen genau und wofür stehen sie? Wir haben eine besucht und versucht, genau das herauszufinden. God, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. Dieses Gebet hat die Freikirchen stark ins Rampenlicht gerückt. Erst seit 2013 gehören sie zu den anerkannten Religionsgemeinschaften in Österreich. Mehr als die Hälfte der Freikirchen in Oberösterreich sind Freichristengemeinden, so auch die Freichristengemeinde Linz oder kurz FCG Linz. Andere Freikirchen gibt es auch. Da gibt es die Freichristengemeinde, das sind wir, die Baptisten, die Mennoniten, der Bund evangelikaler Gemeinden und die Elia-Bewegung. Ja? Und wir haben schon im Vorfeld im Zuge auch der Evangelischen Allianz zusammengearbeitet und sind eigentlich oder ticken sehr ähnlich. Manche sind charismatischer, andere evangelikaler, was sie aber als Freikirchen gemeinsam haben. Wir taufen keine Säuglinge. Wir taufen nur Menschen, die glauben und das auch bekunden wollen. Dann haben wir keine Kirchensteuer, sondern jeder gibt freiwillig das, was er möchte. Die Freikirchen sind im Vergleich zu anderen Kirchen weniger hierarchisch strukturiert. Auch gibt es keine einheitliche Pastorenausbildung. Viele absolvieren Bibelschulen anstelle eines Theologiestudiums an der Universität. Ja, Vater im Himmel, möchte Danke sagen für den Sieg. Regelmäßig wird in Gruppen füreinander gebetet. Also ich habe mich vor 6 Jahren für Jesus entschieden. Ich war vorher kein Christ, habe nicht an Gott geglaubt, habe dann angefangen, die Bibel zu lesen, und das hat mich eigentlich dann wirklich fasziniert. Mich begeistert an dieser Gemeinde, dass ich hier Gemeinschaft finden kann und meinen Glauben authentisch leben kann und auch ausgerüstet werde, das in meinem Leben auch weiterzutragen. Viele Freikirchen wollen zeitgemäß auftreten, unter anderem durch große Musikveranstaltungen. Gleichzeitig werde die Bibel oft sehr wörtlich ausgelegt. Eine politische Nähe zu konservativen Parteien will man nicht bestätigen. Es wird für alle Politiker gebetet und uns kann man als Freikirchen sicher nicht irgendeine Partei umhängen, was manche jetzt probieren. Die Amtskirchen halten eine gute Beziehung zu den Freikirchen. Wir arbeiten auch schon sehr lange und sind auch in der Gründung beteiligt gewesen am ökumenischen Gremium, am Forum der christlichen Kirchen in Oberösterreich, wo zum Beispiel auch eine Freikirche Mitglied ist. Die Freikirchen stehen der evangelischen Kirche näher als der katholischen, haben sogar dieselben reformatorischen Wurzeln, auch wenn es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen gegeben hat. Gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir uns aber bemüht, sozusagen auch genau wie in Bezug auf die katholische Kirche, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Und das resultiert darin, dass es an bestimmten Punkten selbstverständlich auch Zusammenarbeit gibt und wir ganz klar sagen, wir gehören zusammen. Die Freikirchen erfreuen sich jedenfalls nach wie vor eines starken Zulaufs, während die Amtskirchen um ihre Schäfchen kämpfen müssen.